Aber du hast ja kein schweres Kreuzheben oder so gemacht. Du hast ja bestimmt rosa Handeln. Und es gibt Videokooperationen, dann denkt man sich, das habe ich nur gemacht wegen den neuen Abonnenten. Studium als Psychologe, hast du das auch beendet wenigstens? Mit 1,0 sogar. Okay, heute will ich noch Beine trainieren. Hat jemand Bock von euch oder fahrt ihr nach Hause heute? Das geht noch lauter! Titten oder Hintern? Boah, da darf ich mich gar nicht so äußern. Darfst du nicht? Den Hintern meiner Frau. Natürlich, natürlich. Es geht nur um deine Frau. Der letzte Tag der FIBO hat begonnen. FIBO 2018 ist fast Geschichte. Ich habe einiges an Videomaterial für euch sammeln können und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, hier habe ich eine Influencerin aufgefunden, die ja ursprünglich mit Fitness angefangen hat, ne? Ja, ursprünglich mit Fitness. Willst du dich kurz mal vorstellen? Ja. Ich bin Roxy von Roxys Ecke. Ich bin 27 Jahre alt, komme vom Bodensee und habe eben früher auch Fitnesswettkämpfe gemacht und mache jetzt so, was kann man sagen, was ich mache. Ich bin jetzt zum Beispiel für Breakletics hier auf der FIBO. Ja. Mach mehr also Breakdance als Fitness. Ja. Wobei Breakdance an sich ja schon Fitness ist, also von daher ist es ja sowieso aber ich mache ja weiterhin Fitness, das habe ich ja nie aufgehört. Ja. Aber ich mache halt so als Ausdauertraining kein Cardio, sondern eher Tanzen oder Boxen oder was gerade Spaß macht. Dinge, die Spaß machen, ganz genau. Mhm. Für Serotonin-Typen, egal, andere Geschichte, pass auf. Krafttraining machst du auch noch ein bisschen, muss ja, also für die Kurven. Ja. Aber es ist so, dass du jetzt quasi Lifestyle lebst und sagst so, hey, wenn ich mal ein bisschen mehr auf den Rippen habe, in Anführungsstrichen, dann ist das okay und es ist gut, wie es ist. Also Mädels, verfallt nicht in einen extremen Schlankheitswahn. Ja, das genau, ist so deine Message, ne? Das ist meine Message. Finde ich cool. Weil ich war jetzt auch eine Zeit lang krank und habe nicht mehr so viel Sport gemacht. Man hört es noch ein bisschen, ja, oder? Ja, so ein bisschen ist noch. Und dann habe ich halt ein bisschen zugenommen, aber ich finde es nicht schlimm, weil wahrscheinlich früher wäre ich dann nicht mal auf die FIBO gegangen, weil ich mir gedacht hätte, oh Gott, ich habe keinen Sixpack. Ja, 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 ja. Und jetzt sehe ich so, jeder Mensch hat mal Hochs, Höhen und Tiefen. Ich sehe das genauso. Ja. Und es muss auch okay sein, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt mal ein Tief, jetzt mal ein bisschen mehr. Und nicht jeder kann immer diszipliniert sein. Nee, ich glaube auch, das ist ganz normal im Leben. Dass manchmal hat man halt so richtig krasse Phasen, da hat man ein Ziel vor Augen. Ja, genau. Und dann trainiert man auch richtig krass. Und dann denkt man sich aber auch manchmal, ich möchte einfach nur leben, möchte auch mal wieder irgendwie mit den Freunden Pizza und Rotwein oder Bierchen, genau. Während der Wettkampfvorbereitung, du weißt ja, wie es ist, ja, kann man es halt nicht machen. Und dann ist es so, genau. Ja. Ich war jetzt auch 6 Monate auf Reisen. Da habe ich ja, ich habe das gesehen, Mann, du warst nur unterwegs. Mann. Das mit dem Instagram ist interessant, weil ich habe gestern den André Merzdorf gefragt, wenn du 6 Monate unterwegs bist, Punkt 1, wie verdienst du dein Geld? Punkt 2, wer macht denn deine Post und so? Hast du einen festen Wohnsitz in Deutschland oder nicht? Ja, das mit der Post. Macht Mutti. Ja, sozusagen. Hat Mutti sozusagen gemacht, hat sie halt immer per WhatsApp geschickt. Ja. Ja. Aber okay, was war jetzt die Frage? War es nur auf Post bezogen? Na, wie finanziert sich das Ganze? Finanziert? Ich habe feste Sponsoren. Manche habe ich für ein Jahr, manche habe ich für 2 Jahre. Kannst du ruhig mal aufzählen? Darfst du jetzt ruhig Werbung machen? Komm. Zum Beispiel Garmin, CP, Adidas, Otto jetzt. Oh, Otto, ja? Ja. Und dann hatte ich auch zum Beispiel P&G und zum Beispiel, wenn ich Produkte gebraucht habe, da hat meine Mama halt zum Beispiel meinen Urlaub auf Aruba machen müssen. So, dann hat sie mir die Produkte gebracht. Okay, auch cool, auch gut. Ja. Prima. Ja, und so habe ich das halt, oder wenn zum Beispiel Hunkemöller eine neue Sportkollektion rausgebracht hat, dann haben sie die mir halt nach L.A. geschickt, also es geht. Aber es ist ganz cool, du bist definitiv im Mainstream angekommen, ne? Muss man einfach so sagen. Ich glaube, du hast sogar mal irgendeine Mädchenzeitschrift hat über dich berichtet, glaube ich mal sogar, ne? Joy. Joy, ja? Aber mit Fitness-Sachen. Ich hatte ein Booklet mit Fitness. Okay, aber du hast ja kein schweres Kreuzheben oder so gemacht. Du hast ja bestimmt rosa Handeln
Und ich weiß es nicht, Roxy, sag du, ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Übungen mit dem eigenen Körper. Okay, cool. Ja, gut. High Intensity Interval Trainingseinheiten, die sind so krass effektiv. Super, super cool. Kann ich absolut bestätigen. Würde ich auch fast jedem da draußen empfehlen. Es sei denn, er wiegt 140 Kilo. Das ist jetzt doch eine extreme Mehrbelastung da. Ja. Ja, cool. Ey, Mensch, möchtest du mir meinen Zuschauern noch was auf den Weg geben noch irgendwie? Mein weiblich, ich habe nämlich ungefähr 15% weibliche Zuschauer. 15. Ja. Aber auch an die männlichen. Ganz wichtig ist, macht den Sport, der euch liegt, der euch gefällt, den ihr liebt. Weil es bringt nichts, also ich liebe Fitness, aber es bringt trotzdem nichts, 7 Mal in die Woche 3 Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, wenn es einem keinen Spaß macht. Das Allerwichtigste ist, dass es Spaß macht, dass der Sport Spaß macht. Und deswegen, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Sport findet, den er einfach liebt. Deswegen, probiert euch aus und dann legt los. Ich habe mich heute Sai aufgegabelt. Mein lieber Sai, welche Frage möchtest du, dass ich dir jetzt stelle? Frag mich mal, ob ich dich mag und ob ich deine Videos cool finde. Wie gut kannst du mich leiden? Und das Ganze von 1 bis 10. Und gefallen dir meine Videos? Ich finde deine Videos sehr lehrreich, sehr motivierend und für mich ein roter Faden der Professionalität in der Fitnessszene. Oh, danke schön. Nehmen wir mal ernst. Ich habe ja jetzt im Grunde abgeschlossen mit der ganzen Sache, bin im Grunde mehr oder weniger raus. Ja. Und es gab immer so Videokooperationen. Dann nimmt man was mit nach Hause und es gibt Videokooperationen. Dann denkt man sich, das habe ich nur gemacht wegen den neuen Abonnenten so ungefähr. Oh. Und gab es in der Vergangenheit auch. Wir waren ja gerade aus unserem alten Lager, wo wir früher mal flaniert haben. Ja, ja, ganz alt. Mit dem einen oder anderen unterwegs, wo man sagen würde, mache ich nicht nochmal. Ja. Aber mit Johannes war es immer schön, weil Johannes vor allem ein gestandener Mann ist, ja, und ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt. Und unabhängig von seinem optischen Erscheinungsbild, immer noch sowas, einem was mitgeben kann im Training. Denn gerade ja, ja, aber komm, jetzt ja auf, reicht jetzt, komm. Es soll ja gar nicht um mich gehen hier, aber das scheiße doch mal. Aber oder, vielen Dank. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Hose gerade was gewachsen ist. Der Sonnenspruch muss wieder kommen. Von der 100%. Vielleicht, pass auf. Fibo gut oder schlecht? Fibo wunderbar. Fibo wunderbar, weil es ja im Grunde nur positives Feedback ist, was man bekommt. Die Hater gibt es ja nicht im echten Leben. Nee. Deswegen immer ein Dankeschön an alle Leute, die kommen. Ja. Denn Klicks sind schön. Kommentare sind schön, die Gesichter dazu sind noch besser. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Wie geht's bei dir in Zukunft weiter? Kann man auf irgendwie Social Media technisch? Gibt's dich jetzt nur noch bei Instagram? Wahrscheinlich momentan nur auf Instagram. Ich bin ja John Reed Studioleiter in Hamburg. Aber John Reed ist jetzt mittlerweile? John Reed ist mittlerweile. Ah, also nicht mehr High Five. Super, bist aufgestiegen. Ich bin aufgestiegen intern, ja. Hast du mich hochgeschlafen? Ich habe mich hochgeschlafen, ja. Und wenn ich YouTube wieder was machen sollte, dann mache ich das aber alles auf entspannt, weil ich mein wirtschaftlicher Faktor woanders liegt. Ja. Und einfach nur Spaß an der Freude und ein bisschen was kommunizieren mit den Leuten. Sehr cool, Mann. Danke schön. Vielen Dank. Bist du bereit? Ich gebe mein Bestes. Und los. Ah, darf man das Handgelenk überhaupt so rummachen? Ich glaube, das darf man. Ja. Du willst mal wirklich? Komm, los. Drück schon. Johannes Lukas hat verloren. Du bist ja ein geiler Typ. Dein Kollege ist gleich durch die Kamera gelaufen, als du gewonnen hast. Haben wir leider nicht aufgenommen. Sorry, und normal geht es. Simon, wie ist die Firma für dich? Was ist hier? Was willst du uns bei deinen Zuschauern mitteilen? Du bist ja Influencer. Und ja, ich würde mich nicht so als Influencer bezeichnen eigentlich. Du hast ja einen Einfluss. Du hast auf jeden Fall einen Einfluss, klar, auf deine Leute. Du hast das Studium als Psychologe, hast du das auch beendet wenigstens? Ja, mit 1,0 sogar. Okay, da muss man sagen, Chapeau, super. Ja. Ich habe sogar meinen Doktor angefangen. Aber ja, dann kam, das war zu der Zeit, wo die Firma schon... Okay. Ja, ja. Ich habe es ein bisschen auf die lange Bank jetzt geschoben. Okay, also hast du doch Einfluss, das konnten wir jetzt festhalten. Ich hoffe positiven Einfluss. Ja, okay. Ich hoffe positiven. Ja. Das ist auch das, was die FIBO hier einem so zurückgibt. Dass man tatsächlich was Gutes tut für die Menschen. Ich glaube, wir erzählen das glaube ich jedes Jahr immer und es ist immer das Gleiche eigentlich. Aber das Schönste an der FIBO ist wirklich, dass man sieht, dass die Arbeit fruchtet. Bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche. Absolut, kann ich bestätigen. Es ist langweilig, wenn die Influencer mal das selber erzählen. Ja, ne? Ja. Was Dankeschön, was Dankbarkeit. Oder so. Aber es ist halt so. Ja. Dein Lieblingseiweiß, dein Lieblingseiweißgeschmack. Vanille oder Schoko? Eher Schoko. Pizza oder Eiscreme? Eiscreme. Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs? Das Aldi-Eis, das schmeckt mir doch besser. Das ist ja nichts zur Debatte. Ben & Jerry's finde ich besser. Kniebeuge oder Bankdrücken? Bankdrücken, ich hasse Kniebeuge.
Vielen Dank fürs kurze Interview. Viel Spaß beim Fibo, ja. Moin. Geht's dir? Du musst immer, wenn ich dich sehe, sind deine Träger nicht ordentlich. Ich hab mir beides umgezogen. Warum kümmert sich keiner um Tobi? Hey, moin, moin. Ich wollte gerade hoch mich kümmern lassen, aber... Ach, ob man das Du bist von Fibo zu Fibo brutaler, ey. Du siehst aus, ey. Von Tag zu Tag, meine ich. Ich muss alles nachholen, was ich verbrenne, ey, wirklich. Ja. Das ist echt scheiße. Wie viele Kalorien isst du auf der Messe? Ich esse, weiß ich nicht. Auf der Messe? Ja. Vielleicht 1000, 2000, danach. Bist du verrückt? Danach kriege ich noch irgendwie 3.000, 4.000 rein. Okay, aber dann gegen Abend, dann ruhig 3.000, 4.000. Was isst du denn da? Hör auf. Alles. Hör auf. Lass uns darüber nicht reden. Das okay, also Ben & Jerry's und Erdnussbutter. Es gibt viel Eis, ja, viel okay. Eis. Meine Pizza. Jungs, letzter Tag. Habt ihr Bock auf Endspurt? Na klar. Ja, mega. Auf jeden Fall. Mega geil. Sehr schön. Kriegt ihr Koffein schon früh? Natürlich. Ich mache das immer erst, wenn es wirklich... Heute will ich noch Beine trainieren. Hat jemand Bock von euch oder fahrt ihr nach Hause heute? Auf keinen Fall. Ich habe keine Wahl, Mann. Ich habe keine Wahl. Ich muss. Nee, mein Morgen und übermorgen. Erstmal ausgehen. Viel Spaß, Jungs, Mann. Ich könnte ein bisschen mehr sein, ne? Aber sobald du die Riegel wirfst, geht es immer richtig ab, oder? Bei den Riegeln geht es immer richtig ab, da steht die Wasser raus. Aber was hast du selbst für die Riegel? Du hast auch schon ein, zwei gekauft. Nein, ich probiere nur die von Best Body Nutrition. Sehr gut. Auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt pass mal auf, jetzt werfe ich die eben alle zurück. Wurde hier schon mit Riegeln abgeworfen, jetzt werfe ich die mal alle in die andere Richtung zurück, oder? Jetzt geht es für 9 Meter durch die Hände. Wie geht's euch? Yeah. Habt ihr Spaß? Yeah. Fibo 2018! Yeah. Das geht noch lauter! Yeah. Wie bitte? Das geht noch lauter! So Leute, das ist unbefriedigend. Wir haben noch was für euch. Beziehungsweise Johannes. Ich werde hier für Fremdwerbung missbraucht. Ich gehe wieder an meinen Stand. Ich habe euch hier den Eike Wiebke mitgebracht. Eike, mal ein ganz kurzes Statement zu Fibo. Ja, ist geil, ne? Moin, moin erstmal. Johannes, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das heißt, aber immer noch kein Statement abgegeben. Wahrscheinlich sagst du dasselbe, was jeder Influencer sagt. Viele Fans, die sich bei dir bedanken. Ja, genau. Ja, die Energie, die zurückkommt. Ja, auch. Okay. Jetzt wird es also langsam langweilig, da muss ich eine andere Frage stellen. Ich habe jetzt extra auf die dritte Frage gewartet. Achso, die dritte nicht. Meine dritte Frage ist, Titten oder Hintern? Oder Arsch? Boah, da darf ich mich gar nicht so äußern. Darfst du nicht? Den Hintern meiner Frau. Natürlich. Es geht nur um deine Frau. Das ja. Blond oder schwarzhaarig? Aber deine Frau ist schwarzhaarig, was willst du jetzt erzählen? Ja, gut. Genau. Also die Nummer klappt auch nicht. Schoko oder Vanille? Das ist schwierig. Vanille. Okay. Erdnussmus oder Mandelmus? Erdnussmus. Magerquark oder Kölner Frischkäse? Magerquark. Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs? Häagen-Dazs. Welche Sorte? Boah, Sorte Karamell Cheesecake. Ja, ich wusste es. Ja, natürlich. Snickers oder Proteinriegel? Boah, Snickers. Okay. Ja, Snickers. Du hast 8 Kilo abgenommen? Ja. Kann man das auf deinem Kanal beobachten? Natürlich kann man das. Und außerdem... Hast du festgehalten, gut. Du hast vergessen, Eis oder Proteinriegel anstatt Snickers. Ey, ganz ehrlich, ich habe in meiner Diät jeden Abend mein Eis gegessen. Also du bist auch so ein Effizio-Macros-Kandidat. Genau, du trackst deine Kalorien, du isst, worauf du Lust hast, für den Abend so Bock auf Eis, isst du ein Eis und dann ist es gut. Genau, aber ich muss dazu sagen, ich habe immer so 70% eine wirklich clean Grundlage, so weißt du? Na cool. Weil so ein Fundament braucht man einfach. Ja. Und erstens, damit die Mikros auch mit reinkommen, ein bisschen Vitamine, ein bisschen Mineralien und außerdem Sättigs halt, ne? Ja, absolut. Deswegen gehe ich jetzt auch gleich ein bisschen Gemüse essen. Ja, ich gehe Gemüse und Fleisch, ja, für Taste. Ja, ich,
das werde ich mir auch gleich gönnen. Treffen wir uns dann mal Mittag. Ja, so sieht's aus. Danke fürs Interview, Eike Wienken. Also Freunde, danke, bis dann. Oh, ich habe euch gar nicht gesehen. Das war's erstmal von mir, von der FIBO. Ich werde jetzt erstmal hier ein kleines Proteineis genehmigen. Ich habe immer noch Stimme, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht haben sich auch meine Stimmbänder angepasst über die letzte FIBO und sind jetzt somit wesentlich widerstandsfähiger. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir werden das Video ein bisschen kürzer halten und den zweiten Teil am Morgen raushauen, damit unser Cutter auch nicht überfordert ist. Also in diesem Sinne, ich habe ja alles gesagt, oder? Ja. Also bis zum nächsten Video. Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Ansonsten erscheinen hier rechts und links noch Monitore von weiteren FIBO-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Tschüss. Die Tür zu machen ist ja peinlich.